Einen wunderbaren guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum heutigen 8. März. Es ist Frauentag und an dieser Stelle sage ich ganz, ganz ja, offen, ehrlich raus, alles Gute zum Frauentag, liebe Zuschauerinnen, die hier jeden Morgen auch immer mal einen Blick in die Charts mit mir gemeinsam werfen. Heute geht es um Gold, es geht um wo kamen wir rein? Im US-Dollar, Schweizer Franken, genau. Und im australischen Aktienindex. Das sind die drei wichtigen Märkte für heute, für die Handelsideen. Dann gibt es natürlich, wir haben Freitag, ganz klar, wir schauen auf die Charts, die großen, die Indizes, wo der Hase hier gerade langläuft. Dann gibt es die Wochenvorausschau mit den Nachrichten und voran natürlich hier die heutigen Handelsideen. Ludger, Christian, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich heute wieder, einige Live-Zuschauer auch direkt dabei zu haben. Und wie immer auch die Einladung, wenn jemand, Norbert, guten Morgen, gerne eine Frage stellen möchte zu dem einen oder anderen Chart, rein damit in die Chats, dann kann ich direkt hier im Webinar auch mit drauf eingehen. Bevor wir mit dem Webinar loslegen, bitte ich diesen Risikohinweis an dieser Stelle in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Die Themen, ich hatte es schon gesagt, das Wichtigste kommt zum Schluss. Wir schauen ins Beachbook. Heute am Freitag nehmen wir uns mal die Zeit, schauen den wichtigen US-Konjunkturbericht an. Und heute, kleiner Bonus obendrauf, wir hatten ja gestern auch die EZB-Sitzung. Da gab es sehr, sehr wichtige Sachen, die man wissen muss, wissen sollte als Händler von der fundamentalen Seite in Europa her. Die Highlights werde ich hier direkt am Ende vom Beachbook auch noch mit besprechen, damit wir hier wissen, was gerade los ist. Wer es mitbekommen hat, der Euro ist ja ziemlich gesunken gestern. Das hatte unter anderem mit den Aussagen der Zentralbank zu tun. Schauen wir in die heutigen Tagesnachrichten. Wir haben aus der Nacht, in der Nacht Daten aus China bekommen. Hier, die sind mit der Relevanz Nummer 2 bezeichnet worden. Ich blicke gerade mal rein. Die waren deutlich schlechter als erwartet. Wir hatten bei den Exporten beispielsweise eine Prognose eines Rückgangs von 4,8%. Also minus 4,8% war die Prognose. Ja, jetzt steht da eine minus 20,7. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Indizes. Die asiatischen Märkte dadurch sehr, sehr stark im Minus. Mal sehen, was das Ganze hier, wie soll ich sagen, ja, ausgelöst hat. Ob es mit dem Handelskonflikt zu tun hat oder, wie der ein oder andere Nachrichtensprecher auch gesagt hat, es hat mit den Feierlichkeiten zum Neujahrswechsel zu tun, der in China ja im Februar stattfindet. Ich weiß es nicht. Wir sehen die Zahlen. Sehr, sehr schlecht. Das heißt hier, es gibt Negatives seitens der Exporte. Die Handelsbilanz auch hier, da war die Prognose bei 26,3 Milliarden. Nee, bei 26,3 Milliarden. Tatsächlich waren es nur 4,12. Also das hier ein paar Dinge aus China in der Nacht. Schauen wir, was uns heute im Laufe des Tages noch erwartet. Heute hier, wir sehen es, 14.30 Uhr, etwas, auf das sehr, sehr viele Trader immer wieder warten. Das sind die sogenannten Non-Farm Payrolls hier, also die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft um 14.30 Uhr. Um diese Zeit herum gibt es auch noch die Arbeitslosenquote und die aktuellen Baugenehmigungen. Das alles aus den USA. Darum am Nachmittag noch ein paar weitere Informationen zu den Lohnkosten. Bei dem Thema Baugenehmigung gibt es noch die Aufteilung in die Wohnungsbaubeginne. All diese Dinge sind hier wichtig in diesem Zusammenhang. Und heute ist wieder Freitag und wie jede Woche Freitag für diejenigen, die das interessiert, die COT-Reports kommen, damit wir wissen, was die großen Händler hier im Future-Bereich auch gemacht haben. Olaf, guten Morgen. Andreas, auch hier einen schönen guten Morgen. So. Ja, was soll es sein? Wir gucken jetzt rein in die Charts. Wir starten hier wieder im MetaTrader 4 mit dem Stereo-Add-on, aber jetzt nicht mit dem DAX. Den haben wir gestern gehabt, den gucken wir uns auch noch an. Gestern haben wir ja besprochen, was passiert, wenn wir hier unter diese Kerze laufen, dass die Korrekturausdehnung geht weiter. Die Marke hier, da sprechen wir gleich in Kürze drüber. Nein, wir schauen erst einmal hier hinein ins Gold und Gold. Oh, Gold rennt mittlerweile hoch. Ich hatte das im Morning Briefing im Schriftlichen schon geschrieben. Gold hat hier tatsächlich die Chance für einen Rebound.
Wo kommt die Chance her? Die Chance kommt her, hier, wir sind hier runtergefallen, leicht sogar getrendet. Wir haben diesen Aufwärtstrend im Gold gebrochen, hier, als wir die Marke von 1300 Punkten, nein, US-Dollar für die Feinunze nach unten durchschritten hat. Das Korrekturtief war hier bei 1302 US-Dollar. Dann ging es runter, hier haben wir es gesehen und seit 3 Tagen ging es hier so unten so ein bisschen hin und her und es wollte nicht richtig tiefer, noch nicht richtig höher, aber wir haben gesehen, die Dynamik nach unten lässt nach und wenn sich dann in der Stunde der Aufwärtsschub gibt, dann könnte das Ganze nach oben hingehen. Das haben wir jetzt, wir sind jetzt hier über dieses Tageshoch von vor 2 Tagen drüber. Nächstes Hoch stehen wir hier bei 1297 Dollar, beziehungsweise dann haben wir den Widerstand hier oben, wo wir dieses Trendtief hier rausgenommen haben, also diesen Trend auch gebrochen haben. Das wird ja auch sehr, sehr gern mal angetestet. Wir Trader wissen ja nie, wie weit so ein Weg führt, aber wir haben ja immer mal so ein paar gewisse Marken, die man sehen könnte. Möglicherweise läuft hier der Goldpreis rein in die 1300-Punkte-Marke oder auch darüber hinaus. Platz ist ja nach oben hin genug, so wirklich viel Widerstandslevel gibt es hier nicht. Wir werden das gleich sehen in den Stundenchart. Ja, ich sage mal, hier gucken wir mal in den Stundenchart rein, weil das, was wir hier sehen, diesen Schwung, diesen Bogen, den sehen wir ja sehr, sehr schön im Stundenchart. Das ist also alles gut. Hier gab es dann diese weite Bewegung. Das heißt, hier unten, wenn der Markt hier nicht deutlich weiter nach oben läuft, sondern irgendwann wieder rumdreht, dann haben wir halt erst einmal hier unten selbstredend dieses Tief um die 1280 US-Dollar, beziehungsweise hier einen Support um dieses Trendtief hier drüben bei 1277 Dollar. Wenn das dann bricht, naja, man sieht selbst nach unten hin, ist sehr, sehr viel Luft. Man muss aber erst einmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, wie auch die Märkte hier auch weiter spielen. Wir haben ja gemerkt, es gibt immer mal wieder so ein Zusammenspiel zwischen dem sicheren Hafen Gold und den Entwicklungen an den Indizes. Wenn die Indizes stark ins Minus rutschen, wird Gold häufig auch nachgefragt. Das könnte natürlich den Goldpreis hier doch ein ganzes Stückchen weiter in die Höhe bringen. Das muss man erst mal abwarten, wie sich diese Korrelation hier weiter auch entwickelt. Elena, von mir auch einen schönen guten Morgen und dir persönlich auch einen schönen Frauentag. Gut, also das ist Gold jetzt im Tageschart und ich hatte es gerade angesprochen, wir gucken uns das Ganze mal noch im Stundenchart an. Was hat denn den Stundenchart für mich gestern so interessant gemacht? Mit dem ersten Blick, wir sehen es hier, diesen Versuch der Bodenbildung. Das ist einfach, der Markt ist hier liegen geblieben hier unten. Er wollte nicht mehr runter. Man hat das gesehen hier, dieser leicht runde Boden ist jetzt da. Wir hatten hier oben schon mal einen kurzen Versuch über diesen, ja, sag ich mal, Trendbereich hier drüber zu laufen. Dann ging es wieder nach unten, hat aber kein neues Tief gemacht. Das ist der Charakter eines Bodens und jetzt sind wir drüber hinausgelaufen. Das heißt, wenn man das im wirklich kleinen Bild mal betrachten will, sind wir hier unten irgendwie lang gelaufen, haben dann hier kein neues Tief geschrieben. Mag sein, wir sind hier ein Pip weit runtergegangen, aber die Dynamik ist einfach vom Boden her da und jetzt sind wir halt oben drüber reingelaufen und das ist ja das Wichtige, was wir hier sehen. Der Markt trendet so leicht hoch und jetzt muss ich das Ganze natürlich fortsetzen. Das heißt, im Optimalfall ist das jetzt hier nicht nur ein kurzer Schub, der dann wieder in sich zusammenfällt, sondern wenn wir hier wirklich einen nachhaltigen Rebound auch sehen, dann sehen wir etwas, wie ich das hier mal einfach skizziere. Das heißt, irgendwann hier oben kommt vielleicht ein Rücksetzer, wo, ich habe keine Ahnung, vielleicht zieht der Markt auch komplett hoch. Dann muss man hier in die untergeordnete Zeiteinheit reingehen, also hier beispielsweise dann in die 15 Minuten. Oder auch in die 5 Minuten, um dann hier von dieser Bewegung weiter zu profitieren. Ansonsten, wenn es einen kleinen Rücksetzer gibt, den dann aus der Korrektur nach oben hin zu traden. Das wäre mal das optimale Bild hier an dieser Stelle. Müssen wir aber erst einmal sehen, wie wir das Ganze hier heute im Laufe des Tages bekommen. Aber die hohen Volatilitäten bei den Währungen und auch bei den Indizes könnten hier durchaus auch einiges an Bewegung mit sich bringen. Das also zum Goldchart. Was haben wir noch hier? Ja, das ist eine Strategie immer freitags. Ja, Gold ist Gold, wie es ist. Es ist, wie es ist. Es ist der sichere Hafen. Es kommt immer mal schöne Bewegung rein. Das können wir ja sehr, sehr gut zum Traden nutzen. Richtig, Andreas, das passt. So, gehen wir rein. Nächster Wert, US-Dollar, Schweizer Franken. Habe ich hier auch im Tageschart vorbereitet. Hatten wir vor nicht allzu langer Zeit auch mal im Programm hier wieder mit einer Trading-Idee. Ich finde das immer so schön, wenn wir aus tiefen Korrekturen rauskommen und der Markt uns hier richtig schön zeigt, wo es lang geht. Das sieht man bei den Charts immer und immer und immer wieder. Und wenn man es oft genug gesehen hat, fängt man halt an, das Ganze auch ordentlich zu traden. Was haben wir hier? Wir haben aus der tiefen Korrektur heraus den Schub über das Trendhoch geschafft. Das heißt, hier unten das aktuelle Trendtief war bei 0,99263. Das Trendhoch hatten wir hier bei 1,00989 Schweizer Franken. Hier oben ist ein Top drauf. Die Marke von 1,01218
8,2. Gucken wir uns das Ganze mal in der Woche an. Dann sehen wir hier, das ist ein Wochentrend hoch. Not bad, würde ich sagen. Da sind wir jetzt rangelaufen. Der Markt will allerdings noch nicht komplett drüber. Nur, wenn wir drüber gehen, ja, das habe ich jetzt heute in den kurzfristigen Nachrichten hier nicht geschrieben im Blog, weil das ist schon noch ein Stückchen weit hin. Aber wenn wir wirklich drüber gehen, dann muss man einfach mal schauen, was kommt denn als nächstes? Als nächstes kommt dann hier drüben der Bereich, den man anlaufen kann. Das heißt, hier oben drüber, ganz grob die Marke um, was haben wir hier oben drauf? Ungefähr 1,017. Das kann man nicht gut lesen, das lösche ich mal raus. Das ist der nächste Punkt, den man anlaufen kann. Das heißt, wenn der Schub hier drüber kommt, ist ein bisschen was da, was nach oben gehen kann, wo wir Anhaltspunkte haben. Und dann nochmal ein ganzes Stückchen weiter hier das Langzeithoch, was wir hier drüben stehen haben. Das sehen wir in der Woche, damit man auch mal so ein bisschen blicken kann, wenn es im Tag jetzt über dieses Hoch, über dieses Wochenhoch drüber hinausgeht. Wo kann denn noch was kommen? Das sehen wir schön hier in der Woche auch mit drinnen. Und dann gucken wir wieder zurück in den Tageschart, weil, und das ist jetzt das Interessante, wir sind jetzt direkt gestern hier oben reingelaufen und der Markt hat rumgedreht. Was passiert? Wir sehen jetzt eine Regression. Die Regression hat jetzt erst einmal hier in diesem Bereich um den, ja, sag ich mal, Überschreiten oder um die Überschreitung dieses Trendhochs reingelaufen, läuft jetzt so ein bisschen was drunter. Der kleine Nachteil an der Geschichte ist jetzt der, wir haben hier eine ziemlich lange Kerze. Das heißt, da gibt es relativ wenig Anhaltspunkte, die wir sehen können als Trader, wo wir uns absichern könnten. Wir haben natürlich hier das Tagestief von gestern, das liegt bei 1,00357. Das ist ein ganzes Stück weit weg, aber diese starken Volatilitäten, die können es natürlich möglich machen, dass man diesen Bereich auch mal eintestet. Nur wenn wir da runterlaufen, dann haben wir auch schon wieder gut korrigiert. Dann wird es wieder möglich, dass wir vielleicht rumdrehen. Was steht hier der korrektiven Phase noch da? Also wie schon gesagt, hier die zwei Tagestiefs, die wir hier liegen haben, um die Marke von 1,00375, dann haben wir hier unten wieder den nächsten Bereich um die 0,998 liegen und dann hier das Trendtief bei 0,99263. Das sind mal klassische Marken, die wir hier da haben. Wir sehen, was der Markt hier gemacht hat. Hier hat er die letzte Bewegung sehr, sehr tief korrigiert. Das kann uns hier natürlich auch ins Haus stehen. Und wenn uns das ins Haus steht, da schauen wir gleich nochmal rein in den Stundenchart. Das sind natürlich die wichtigen Marken. Das heißt, schaut es mal an. Hier unten haben wir das Tagestief. Ja, hier ist auch der Bereich des aktuellen Trendtiefs in der Stunde. Hier, das war die lange Seitwärtskorrektur, wo der Markt nicht drüber wollte. Hier haben wir den Tiefbereich unten drunter gehabt. Also hier die Marke von 1,00357 bzw. leicht drunter. Das ist schon mal eine Hausnummer, ohne diesen Trend zu brechen. Ja, das heißt, hier kann der Markt einfach die Korrektur laufen lassen, ohne irgendwas an der Gesamtaufwärtsdynamik auch kaputt zu machen. Das ist ein Vorteil für all diejenigen, die die Korrektur traden wollen, weil es ist viel Platz. Wir haben jetzt hier einen Abwärtstrend entstanden. Wenn der korrigiert, kann man aus der Korrektur heraus dann nach unten treten, weil es ist ja auch genügend Raum mit da, wo man suchen kann. Ansonsten diejenigen, die sagen, nee, ich warte mal lieber ab, bis wir wieder rumdrehen in Haupttrendrichtung, das ist das Schönste überhaupt, wenn man nebenberuflicher Trader ist. Da hat man genug Zeit, das Ganze von der Seitenlinie aus zu betrachten, sich schon mal Gedanken zu machen, in welchem Szenario man einsteigen möchte und dann hier die Karten auf den Tisch zu legen. Wenn die Stunde wieder rumdreht und nach oben läuft, dann geht es hier selbstredend wieder hoch. Ich nutze dazu gerne die untergeordnete Zeiteinheit der 5 Minuten und hier sehen wir schon den Trend der Stunde. Also hier erste Bewegung, die Korrektur, dann die Trendbildung. Jetzt haben wir das Ganze hier in Korrektur. Mal gucken, wie hoch es läuft. Und wenn es dann wieder rumdreht, dann geht der Markt die 5 Minuten wieder in Richtung des ganzen Oberlaufenden. Wir sehen jetzt hier, das ist alles noch Bewegung. Also das hier sieht man zwar hier, das ist der Trendverlauf, der hier hoch und runter geht. Aber das sind die Bewegungs- und Korrekturarme der Stunde. Und die Stunde ist halt momentan noch in ihrer Bewegung. Aus diesem Grund gibt es jetzt hier noch keine korrektive Phase in der Stunde. Das würde dann wirklich so aussehen, wenn wir weiter deutlich nach oben laufen würden und dann hier den Weg nach unten drehen, beziehungsweise die Fortsetzung haben wir dann hier, wenn wir unter dieses Stundentief drunter laufen. Aber das Ganze mit Blick in den Tag hinein zeigt uns halt, wir haben nach unten doch noch einiges an Potenzial da, wenn der Markt hier wirklich runterläuft und die Korrektur nach unten mitschreibt. Das hier zum US-Dollar, Schweizer Franken. Und dann schauen wir noch in einen Index hinein, und zwar in den australischen Index. Da wird sich der ein oder andere auch verwundert die Augen reiben und sagen, ui, da wäre ich gern dabei gewesen. Ich auch komplett keine Chance gehabt, das alles mitzugehen. Ich habe einfach die Zeit nicht dazu gehabt, das permanent zu traden. Aber wir sehen einfach mal wieder,
welches Potenzial hier drin steckt. Ne? Wir hatten hier unten schön gehabt den Trendbruch, dann hier Trendentstehung und jetzt lief das Ganze schön in Schwüngen nach oben. Wie weit sind wir gelaufen? Hochaktuell war gewesen bei 6.285 Punkten. Was kommt als nächstes? Wir haben hier oben das Lang, nein, das ist glaube ich sogar das Allzeithoch. Müssen wir mal ganz kurz gucken in die Woche. Ja, genau, wir haben oben das Allzeithoch stehen. Wir sehen es schon im Chart hier. 6.377 Punkte haben wir liegen. Jetzt ist der Trend hier oben angekommen, hat gestern angefangen zu korrigieren, ist jetzt hier um das Tagestief dieser Außenkerze drunter gelaufen. Das heißt, wir sehen hier wirklich eine schöne Fortschreitung der Korrektur. Nächster Anlaufpunkt hier unten die Tagestiefs um die 6.174 Punkte Marke. Hier unten haben wir bei 6.104, also knapp um die Marke von 6.100 Punkten, den nächsten Support. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Level. Hier drüben haben wir es auch gehabt. Hier ist der Aufwärtstrend, der Abwärtstrend entstanden, den wir hier drüben gesehen hatten, der den Markt doch deutlich nach unten geführt hat. 6.100 Punkte war hier dieses Level. Möglicherweise wird es auch noch einmal angetestet, bevor wir wieder rumdrehen. Jetzt diese Korrektur hat natürlich auch das Potenzial, hier unten reinzulaufen und hier erst rumzudrehen. Wenn wir drunter laufen, müssen wir die Gesamtlage komplett neu beurteilen. Das wäre dann nämlich ein Bruch des Trends, den wir hier haben. Dann schaut die Welt deutlich anders aus. Bis jetzt haben wir hier nur die korrektive Phase und die sehen wir wieder begleitet von dem Abwärtstrend in der Stunde. Ne? Hier sieht man sehr schön, wie der Markt getrendet ist, hier so schön in Zacken nach unten läuft. Jetzt steht es hier weit in der Bewegung. Es bleibt spannend, was wir hier unten am Tagestief um die 6.174 Punkte sehen, ob es deutlich weiter runterläuft oder aber ob wir so wie hier drüben ranlaufen und abprallen und dann nach oben uns reinschieben. Das wird sich zeigen, das werden wir hier sehen, aber auf alle Fälle wieder eine interessante Konstellation, die wir hier auch haben mit Blick in den Tageschart. Ist das jetzt die Korrektur? Die hat ein Stück Platz nach unten. Wenn sie rumdreht, haben wir natürlich sehr, sehr viel Raum nach oben hin. Hier sollte die Umkehr heute schon kommen, selbstredend erst einmal das Tageshoch von heute bei 6.442 Punkten. Dann haben wir hier das Trendhoch bei 6.285 Punkten und dann hier oben schon das Hoch im Chart überhaupt bei 6.377 Punkten. Das hier wichtige Marken auf der Oberseite vom Chart. So, damit bin ich mit den Handelsideen für heute durch. Ich schaue noch mal kurz in die entsprechenden Chats auf GoToWebinar beziehungsweise auf Facebook rein, ob ich etwas sehe. GoToWebinar gibt es keine Fragen. Ich sehe im Chat von Facebook auch keine Fragen. Robert, guten Morgen. Ludger, wir hatten schon alles klar. Fein, freue mich. Gut, keine weiteren Fragen. Das heißt, wir blicken jetzt direkt einmal in den nächsten Schritt unserer Liste. Und zwar ist das hier die wichtigsten Termine für die kommende Woche. Andreas, diese Woche stimmt's, ja? Wir fangen mit dem 11. März an. Das ist also die kommende Woche. Ganz lieben Dank nochmal für deinen Hinweis zur letzten Woche, beziehungsweise zum Anfang dieser Woche, wo ich einfach die falsche Handelswoche angeklickt hatte. Was geht nächste Woche? Wir fangen hier an. Es ist viel, deswegen, es hat nicht alles draufgepasst. Wir schauen hier erst Montag, Dienstag. Auf der zweiten Seite schauen wir dann Mittwoch und Donnerstag und Freitag. Ja, Andreas, genau. Wenn man richtig hinguckt, kann man auch die richtigen Daten liefern. Wir starten mit den wichtigsten Dingen hier am Montag aus den USA. Bekommen wir das Thema Einzelhandelsumsätze geliefert. Am Dienstag geht es weiter mit Großbritannien und zwar dem BIP. Die wichtigsten Sachen hier um das Bruttoinlandsprodukt. Wir bekommen Daten zur Produktion des verarbeitenden Gewerbes. Das hier aus Großbritannien. Wir wissen ja, Großbritannien, da gibt es immer noch so ein bisschen was mit Brexit. Wir kriegen hier nächste Woche Dienstag auch noch die Parlamentsabstimmung über den Brexit-Deal. Ich habe schon aufgehört zu zählen, wie viel der Abstimmung das ist. Vielleicht weiß es hier jemand, aber es ist einfach. Es ist, wie es ist. Ich werte das jetzt mal nicht. Was gibt es noch am Dienstag? Den Verbraucherpreisindex aus den USA. Das heißt, hier schauen wir mal, wie die Preise sich hier entwickelt hat. Nächste Woche Mittwoch geht es dann weiter. Ja, es gibt wieder am Mittwoch Informationen vom britischen Parlament zum Thema Brexit. Zumindest steht es so in der Vorausplanung drinnen. Dann gibt es den jährlichen Haushaltsplan und das Statement zur Frühjahrsprognose, all das aus Großbritannien. Dann geht es weiter am Mittwoch mit dem Auftragseingang für langlebige Güter und dem Erzeugerpreisindex in den USA und dann um
15.30 Uhr jetzt schon hier die Rohöl-Lagerbestände. Wo ich diese Zahl mit 15.30 Uhr sehe, muss ich mal dran denken, wie der Wechsel, der von Winter- auf Sommerzeit ist. Ich glaube, der steht in den USA jetzt auch an und findet ein bisschen früher statt, als wir das bei uns haben. Da muss ich mal nachschauen, wie das ist, weil normalerweise kommen die Rohöl-Lagerbestände ja immer 16.30 Uhr deutscher Zeit und diese Zahlen hier oben, glaube ich, auch immer um 14.30 Uhr. Habt das mal bitte allesamt mit im Blick, nicht, dass wir hier den Handelsstart verpassen. Am Donnerstag bekommen wir dann aus China das Thema Industrieproduktion und aus den USA die Verkäufe neuer Häuser. Und den Reigen am Freitag schließen wir dann ab mit dem Verbraucherpreisindex aus der Eurozone und einem Blick in die öffentlichen Stellenangebote in den USA, das hier um 15 Uhr. So, damit wäre das Ganze soweit durchgesprochen hier an dieser Stelle und wir machen weiter. Elena schreibt gerade, ja, dieses Wochenende ist Umstellung von Winter- auf Sommerzeit in den USA. Also nächste Woche Freitag ist Börsenstart in den USA, schon 14.30 Uhr deutscher Zeit. Elena, ganz lieben Dank für die Bestätigung des Ganzen. Und wir machen hier weiter mit dem Blick in die Charts und zwar hier. Meine Tür ist auch wieder offen für Fragen. Wir gucken jetzt mal uns die großen Indizes an. Wenn ihr oder sie mögen, gerne auch noch in den Euro-US-Dollar. Wen das interessiert, bitte einfach mal kurz eine Info, ob wir da mal drüber sprechen wollen. Und dann mache ich das hier an dieser Stelle selbstredend sehr, sehr gern. Und damit rein in die Indizes. Wir gehen jetzt mal weg vom australischen Indiz. Den haben wir ja schon miteinander besprochen. Wir gehen jetzt hier in den US-Markt rein. Wir fangen mal an mit dem Dow Jones an dieser Stelle. Wartet mal, wir machen das mal ganz kurz hier drüben. Ich glaube, da habe ich noch den Chart von letzter Woche drinnen. Ja, da ist er drinnen. Was haben wir hier gesehen? Wir haben hier oben drinnen gesehen, dass wir definitiv jetzt mal den Bewegungstrend gebrochen haben und hier in die Marke um die 25.400 Punkte reingelaufen sind und es aktuell nicht so aussieht, als wenn der Markt jetzt direkt stehenden Fußes an diesem Support hier wieder rumdrehen wird. Gut, wir wissen es nicht, der US-Markt hat noch geschlossen, das kann sich im Laufe des Tages alles noch ändern, aber wenn wir uns das große Gesamtbild mal noch anschauen, ist einfach das passiert, was passieren muss und was ganz, ganz normal ist, wir laufen in eine Korrektur rein. Wir müssen uns jetzt allerdings an dieser Stelle mal so ein bisschen auch die Verortung anschauen, weil wir sind hier oben reingelaufen, wir sind sehr, sehr weit gelaufen. Ich habe das ja hier mal mit skizziert, wenn wir uns mal den Monatstrend anschauen, ich glaube, das ist der Monat, lass mich mal kurz reinschauen in den Monat. Ich glaube, die Woche ist da besser zu sehen. Ja, wir schauen mal, das ist der Wochentrend, den wir hier groß mit am Laufen haben. Da kann man es schön sehen, hier Bewegung, Korrektur und weite, weite Bewegung nach unten. Und hier oben, diese Marke um die 26.000, knapp 300 Punkte, das ist das Trendhoch, also das Korrekturhoch dieses Abwärtstrends in der Woche. Und da sind wir jetzt weit, weit rangelaufen, aber noch nicht drüber gelaufen, ja. Das heißt an dieser Stelle, das ist natürlich auch eine Marke mit einer gewissen Relevanz. Oh, mein Telefon, Entschuldigung, das muss ich mal unbedingt ausmachen. Das tut mir unheimlich leid. Normalerweise stelle ich das immer in den Flugmodus. Hier an dieser Stelle zurück zum Chart vom Dow Jones. Wir sind halt oben reingelaufen in diese Marke hier, in dieses Widerstandslevel. Und dass das nicht kampflos aufgegeben wird, ist oft so, ja. An der Stelle müssen wir jetzt einfach betrachten, konstatieren, wo stehen wir momentan. Und das machen wir auf den Tageschart. Das ist nämlich sehr, sehr interessant für uns als aktive Trader. Ich lösche dazu mal eben kurz hier ein paar Marken raus, die wichtig sind oder nicht mehr so wichtig sind. Was wir hier sehen ist, wir sehen jetzt hier den Schwung nach unten. Das heißt, wir haben jetzt hier in den kleinen Zeiteinheiten, also in der Stunde sehen wir das sehr, sehr schön, den Abwärtstrend nach unten laufen. Dieser Abwärtstrend hier hat die Bewegung, den Bewegungstrend auch rausgenommen. Hier hatten wir ja die Zwischenmarke von 25.800 Punkten. Da hatten wir vor kurzer Zeit auch drüber gesprochen. Das ist ein untergeordneter Bereich gewesen, wo wir hier schon mal kurz drunter gelaufen sind. Das ist so ein, sind immer mal so kleine Achtungszeichen. Dann konnten wir noch ein Stückchen ansteigen und hier gab es diese Gravestone Candle, wie ich sie so gern bezeichne. Die wurde dann bestätigt. Das heißt, hier laufen wir in die Korrektur rein. Der Trend ist definitiv gebrochen an dieser Stelle und wir sind jetzt hier rangelaufen an diesen Supportbereich um diese 25.433. Das war hier der Bereich, als sich diese Korrektur nach oben ausgedehnt hat und über dieses Trendhoch hier drüber gelaufen ist. Das ist ein erster Bereich, wo Märkte gerne mal ranlaufen und dort auch rumdrehen. Aber nur, wenn wir
also wo wir eine Umkehrformationen sehen, macht es halt auch Sinn, hier an dieser Stelle auch zu traden, zu agieren, wenn wir dort Setups für die Umkehrrichtung bekommen. Ansonsten muss man einfach sagen, gut, diese Korrektur kann ja noch weiter runterlaufen. Das aktuelle Trendtief hier auf Tagesbasis, das mache ich mal noch etwas kleiner, haben wir hier unten drinnen stehen 24.876. Das ist das Low. Da kann der Markt ohne weiteres runter korrigieren, ohne diesen schönen Aufwärtstrend kaputt zu machen. Also das, was wir jetzt sehen, ist, hier muss man keine Bange haben, normal eine Korrektur im bestehenden Aufwärtstrend. Hier gibt noch nichts, wo ich mir persönlich auch Sorgen mache, dass wir hier mittlerweile wieder rumdrehen können und wir weiter nach unten laufen. Das passiert erst dann, wenn wir tatsächlich diesen Bereich hier unten unterschreiten und diesen Aufwärtstrend brechen. Dann sieht die Welt deutlich anders aus. Ansonsten ist hier der Aufwärtstrend weiterhin gesund, weiterhin intakt. Das wir hier sehen, ist eine ganz normale Korrektur. Das gleiche Bild in ähnlicher Art und Weise sehen wir hier auch im S&P 500. Im S&P 500 auch ähnlich. Wir haben im S&P 500, wir hatten das ja angesprochen, hier oben diese Marke um die 2800-Punkte-Marke. Da sehen wir hier drüben aus dem vergangenen Jahr immer wieder mal Versuche drüber zu laufen und dann die Abprall, ja, geschehen hier und hier und hier. Das sind einfach Sachen, da ist auch eine gewisse Marktrelevanz dabei. Und sowas, wie ich das gerade auch im Dow Jones gesagt habe, das wird nicht einfach so rausgenommen. Da gibt es vorher immer noch so ein bisschen ein Durchatmen. Und was wir hier an dieser Stelle jetzt sehen, ist halt auch sehr, sehr schön der laufende Aufwärtstrend. Hier unten hat er angefangen und dann hat es ihn nach oben getragen. Hier, das ist mal so grob, die Bewegungen und Korrekturen aneinander gestellt. Die haben wir jetzt sehr, sehr schön auch mit da hier oben reinlaufen. Und jetzt sehen wir halt ähnlich wie im Dow Jones hier die letzte Bewegung und die letzte Bewegung hier, da sehen wir untergeordnet sehr, sehr schön. Ja, die leicht trendigen Bewegungen nach oben und das Ganze ist jetzt rausgenommen worden. Das heißt, wenn wir mal beispielsweise hier in den Stundenchart auch reinschauen, da sehen wir die letzte Bewegung auch sehr, sehr schön, wie der Markt hier schön nach oben geschwungen ist. Wir sehen es hier oben. Hier unten hatten wir das letzte Korrekturtief, hier das letzte Trendhoch. Hier haben wir es rausgenommen, da gab es die Korrektur und jetzt trendet der Markt nach unten im S&P 500. Und das, was wir hier sehen, da mache ich das Ganze nochmal kleiner. Das hier ist schön, der Aufwärtstrend. Die Aneinanderreihung stimmt hier manchmal nicht, weil sich das etwas verschiebt im MetaTrader durch die Zeiten. Aber wir sehen halt einfach, es ist auch hier nichts Schlimmes, was passiert. Es ist einfach nur eine Korrektur in einem weit gelaufenen Aufwärtstrend, den wir hier sehen haben. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wo gehen wir denn weiter? Was sind relevante Marken? Und relevante Marken sind ja in diesem Zusammenhang auch immer die entsprechenden Korrekturtiefs und ein solches Korrekturtief sehen wir hier um die Marke von 26.000, naja, von 2680 Punkten hier unten in diesem Bereich. Bis dahin hat der Markt Luft zu korrigieren. Erst wenn wir diese Marke brechen, wissen wir, mit diesem Aufwärtstrend hier ist irgendetwas nicht mehr ganz in Ordnung und wir müssen einfach schauen, wie wir uns dann anders richten. Bis dahin ist hier in meinen Augen alles mit Entspannung zu sehen. Wer mag, handelt die Korrektur. Wer nicht mag, wartet einfach, bis der Kurs hier wieder rumdreht, bis wir ein Reversal Pattern im Chart erkennen und geht dann hier entsprechend in die Long-Richtung, in Richtung des übergeordneten Aufwärtstrends. Und das gleiche Bild in dieser Lesweise sehen wir auch hier entsprechend im technologielastigen Index. Da können wir es auch relativ kurz machen an dieser Stelle. Hier oben war der Bereich hier des letzten Korrekturhochs hier bei 7136 Punkten dieses Abwärtstrends. Da sind wir drüber gegangen, der ist also schon rausgenommen und auch hier das, was wir hier sehen, das ist einfach nur korrektive Phase. Wir sehen es hier im Trend noch eingezeichnet. Hier unten haben wir das Trendtief bei 6832 Punkten. Bis dahin kann der Markt reinlaufen. Hier liegt auch noch die Handelsidee drinnen, die wir hier mal miteinander besprochen hatten, mit Blick in den Stundenchart. Da gucken wir noch mal ganz kurz rein, wie sich der Markt hier momentan auch verhält. Und da sehen wir an dieser Stelle wichtige Korrekturtiefs hier. Einmal hier, einmal hier unten. Da läuft der Markt halt ran. Vielleicht dreht er rum, macht ein Reversal Pattern oder auch nicht und korrigiert einfach tiefer. Aber das sind halt schöne Planmarken, die man zum Trading noch mit nutzen kann, um das Ganze hier für sich selbst aus den Märkten etwas zum Rausziehen mit zu nutzen. So, jetzt schaue ich mal noch rein.
Zum Euro-US-Dollar gibt nichts an Fragen. Das heißt, wir gucken jetzt mal noch in den deutschen Markt noch mal eben rein. Das interessiert ja viele, das weiß ich. Deswegen möchte ich das auch nicht ganz negieren. Wir hatten vor ein paar Tagen über den DAX gesprochen, auch über dieses Umkehrmuster, was wir hier oben gesehen haben. Das ist ja nun mittlerweile in Bestätigung drinnen hier im DAX. Wie kann es weitergehen? Auch hier die Situation. Wir sind weit an eine wichtige technische Marke auch rangelaufen. Hier oben knapp 11.700 Punkte. Hier haben wir einen Support bei 11.400 Punkten. Ich bin mal gespannt, was der Markt hier an dieser Stelle auch mitmacht. Mit Blick ins große Bild sehen wir halt, hier zwischendrin gab es mal einen Trendbruch, dann gab es eine deutliche Aufwärtsbewegung. Wir sind jetzt hier, wenn wir uns das Ganze mal im Ranzoomen anschauen, unten die 1400, die 11.400 Punkte Marke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Wenn wir hier drunter fallen, dann können wir davon ausgehen, dass der Markt erstmal wahrscheinlich noch ein ganzes Stückchen tiefer korrigiert. Aber wenn er dann aus dieser Korrektur wieder rauskommt, hier ist es dann die gute Wahrscheinlichkeit oder die gute Möglichkeit, wieder in Richtung dieses großen übergeordneten, der großen übergeordneten Richtung, in die Long-Richtung mit hineinzulaufen und das Ganze dann mit nach oben zu traden. Also hier, wenn wir uns den DAX mal angucken, er spielt ganz klar auch die Konjunktursorgen, die wir momentan in Europa haben. Es kann auch ohne weiteres dazu führen, dass wir noch deutlich tiefer miteinander korrigieren. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier die Situation, wir sehen jetzt hier korrektive Phase, die wir hier haben. Wir müssen aber eins im Blick mitbehalten. Wir haben jetzt hier noch keinen neuen Aufwärtstrend. Das bitte immer zu beachten. So lese ich Trends in aller Regel auch. Wir hatten hier einen Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend wurde gebrochen. Das ist in der Regel immer erst einmal ein Achtungszeichen. Danach sind wir gleich wieder nach oben gelaufen, haben aber noch keinen Trend. Das heißt hier, was wir jetzt hier sehen, ist einfach nur die Gegenbewegung zu diesem initialen Schub nach dem Trendbruch, haben aber noch keinen Trend. Wenn wir dann allerdings wieder rumdrehen, und das ist jetzt sehr, sehr interessant zu sehen, dann können wir wieder in Richtung dieser Aufwärtsbewegung laufen. Und dann haben wir die Chance, wenn wir hier übers Hoch drüber laufen, das ist übrigens etwas höher, das haben wir ja hier oben stehen, also um die 11.700 Punkte, dann haben wir die Chance, unten raus in Richtung dieser Bewegung zu laufen und dann hier auf Tagesbasis den Trend wieder zu bilden. Das heißt, nach diesem Trend einen neuen Aufwärtstrend zu gestalten. Das wäre dann ein sehr, sehr, sehr positives Zeichen. Die Chance ist auf alle Fälle da. Wie sieht das Ganze aus? Das betrachte ich mir immer durch den Stundenchart in dieser Richtung, weil ich das als direkte untergeordnete Zeiteinheit halt sehe. Und da brauche ich hier selbstredend erst einmal wieder eine Aufwärtstendenz. Das heißt, ich hatte ja gerade gefragt, wie kann das ausschauen? Ich skizziere es jetzt nur mal. Ja? Der Markt läuft hier von mir aus noch ein bisschen hoch. Das Muster ist immer das gleiche. Wir laufen runter, machen nochmal ein Tief und drehen dann, das ist jetzt das optimale Bild, drehen dann wieder hoch, machen eine kleine Korrektur oder generell eine Korrektur und haben dann in der Stunde einen laufenden Aufwärtstrend. Das wäre meine persönliche Wunschsituation, die ich vom Markt gerne gezeigt bekommen möchte, um zu sagen, jetzt gehen wir wieder nach oben. Und das ist dann genau das, was wir auf Tagesbasis dann sehen, wenn wir hier wieder hochlaufen. Dann gehen wir mit diesem Trend hier, wie ich auch den magentafarbenen Trend hier eingezeichnet habe, wieder in Richtung dieser vorherigen Bewegung. Und wenn es der Markt dann schafft, von hier unten hier drüber zu laufen, dann haben wir auf Tagesbasis einen Aufwärtstrend gebildet, den wir dann sehr, sehr schön als Richtungsgeber mit nutzen können. Und das dann ins große Gesamtbild gesetzt, zeigt uns halt, das Ding ist mehr als Geschichte, ist ja schon eine ganze Weile Geschichte. Der Markt will weiter nach oben, müssen wir mal schauen, wie es ja weitergeht. Es gibt ja auch ein paar Geldspritzen seitens der Zentralbanken und das ist ja interessant hier an dieser Stelle auch zu sehen, was das Ganze dann bewirkt. Als es die letzten Spritzen von den Zentralbanken gab, ist der Markt ja auch gut angestiegen. Vielleicht steht uns hier Ähnliches bevor. Damit zum Chart vom DAX. Fragen gibt es jetzt nicht. Genau, noch kurz was zum Euro-Australier. Der US-Dollar, Euro-US-Dollar, ich nehme ihn mal ganz kurz raus. Er ist halt unten drunter durchgerutscht. Jetzt erst einmal hier, wir müssen das mal ganz kurz beleuchten hier. Ich hatte es ja gesagt, avisiert, im Trendverlauf. Wir sind hier an einer wichtigen Marke hier unten drunter. Hier das Ganze als Swing nach unten. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich den Chart irgendwo noch mit meinen Skizzen drinnen habe. Ja, hier habe ich den Chart mit den Skizzen drinnen. Hier, schaut es euch mal an. Das
ist der ganz, ganz große Trend. Das ist der direkt untergeordnete Trend und der ist jetzt am Laufen. Das heißt, an dieser Stelle, der hat sich sozusagen hier, das war die Korrektur in dieser Richtung, hier an dem Punkt. Es gibt halt immer wieder Fragen, deswegen habe ich das Thema hier auch aufgenommen. Und dann ist das jetzt der Bewegungsverlauf nach unten hin. Und das ist das, was wir jetzt hier an dieser Stelle sehen. Wir sehen, dieser Trend hat sich fortgesetzt nach unten hinweg. Jetzt gibt es hier so ein bisschen Rebound. Das ist dann interessant übrigens auch fürs kurzfristige Trading. Je nachdem, wie der Euro sich hier heute entwickelt, vielleicht wandert er ja für den Montag auch auf die Watchlist drauf. Jetzt sehen wir hier so ein bisschen was an Rebound. Wir laufen wieder in den Trendbruchbereich zurück. Mal gucken, was hier kommt. Wir haben ja hier den großen Trend auch fortgesetzt, als wir unter dieses Trendtief drunter durchgelaufen sind. Also alles in allem läuft es jetzt abwärts und jetzt muss man hier unten erst einmal sehen, wie es weitergehen kann. Hier schauen wir jetzt der Regression zu und wenn die dann wieder rumdreht und wir die progressive Phase beginnen, das könnte dann wieder eines der hochprofitablen Setups sein. Aber ich sage beim Euro-US-Dollar auch dazu, der ist manchmal nicht so einfach zu traden, gerade wenn man die kleineren Zeiteinheiten sieht. Das sieht man hier drüben. Da muss man wirklich genau schauen, was der Markt hier wie macht und sich an den richtigen Stellen entsprechend positionieren, dass wir das sauber auch hinbekommen. Aber da halte ich Sie oder euch natürlich immer gerne hier mit den Handelsideen auf dem Laufenden. So, jetzt gehen wir in den nächsten Punkt hinein und zwar hier, wir sprechen jetzt über das Bespoke. Da mache ich mal kurz eine technische Unterbrechung. Das Streaming hier läuft natürlich weiter, aber ich zeichne ein zweites Video auf, damit all diejenigen, die nur den ersten Teil oder nur den zweiten Teil schauen wollen, damit die genau wissen, hier wird auch draufgeklickt. Kleinen Augenblick, ich stoppe.